Zur dunklen Jahreszeit beginnt wieder die Saison der Langfinger. In Deutschland gab es im letzten Jahr über 150.000 Wohnungseinbrüche. Leider wird davon nicht einmal jeder Fünfte aufgeklärt. Wir begleiten heute einen Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Einbrecher zu überführen und potenzielle Opfer und ihre Häuser fit zu machen. Familie Steinhauer aus dem Main-Kinzig-Kreis in Hessen macht sich um ihre Sicherheit Sorgen. Dieses Haus soll in Zukunft ihr Eigenheim werden. Doch Mama Steffi hat Bedenken. Es ist schon sinnvoll, da mal zu gucken, ob denn unser Haus, unser zukünftiges Haus, so einbruchsicher ist. Und wie schlecht es um die Sicherheit des Hauses bestellt ist, weiß die junge Familie noch gar nicht. Doch Hilfe naht. Stefan Adelmann ist seit über 35 Jahren Polizist und berät seit 7 Jahren kostenlos Menschen in Sachen Einbruchsicherheit. Er weiß, dass in der dunklen Jahreszeit die heiße Phase der Einbrüche beginnt. Natürlich ist jetzt im Herbst und Winter für die Täter angenehmer zu arbeiten, weil es ist schon dunkel, während die Anwohner aber noch unterwegs auf der Arbeit sind. Oder morgens noch dunkel und die Anwohner sind schon weg. Der erste Schock für die Familie lässt nicht lange auf sich warten. Schon bei der Haustür gibt es erhebliche Mängel. Wenn aber jetzt ein Täter kommen würde, würde an dieser Tür Gewalt anwenden. Gewalt heißt mit einem Schraubendreher so in dieser Länge. Dann ist es ihm in aller Regel möglich, diese kleinen Nasen hier zu überdrücken. Und das Gegenstück, was in ihrer Tür ist, würde überspringen, die Tür würde aufgehen. Doch nicht immer kommen die Ganoven mit Gewalt ins Haus. Sondern sie werden eher überredet, dass sie freiwillig den Täter reinlassen. Mittlerweile lassen sich Diebe nämlich die perfidesten Maschen einfallen, um sich Zutritt zu verschaffen. Beispielsweise geben sie sich als Handwerker aus. Das Opfer lässt sie herein und wird abgelenkt, während ein Komplize die Wohnung ungestört durchsuchen kann. Noch schlimmer, häufig werden auch Kinder benutzt. Die werden nicht nur als Lockvögel eingesetzt, sondern sind auch leichter überredet, wenn sie Dieben zu Hause die Tür öffnen. Das können sie aber sehr gut verhindern, indem sie zum Beispiel so ein Bauteil hier nachrüsten, ein sogenanntes Kastenschloss. Das haben Sie vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Das war früher etwas, das wurde gerne mit so einer kleinen Kette gemacht. Durch das ca. 200 Euro teure Schloss lässt sich die Tür nur einen Spalt breit öffnen und der Dieb kann sie weder einfach aufstoßen, noch kann ein Kind ohne Hilfe der Eltern Fremde reinlassen. Ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen und hoffe, dass wir das natürlich zeitnah ändern. Bei rund 420 Einbrüchen am Tag im Bundesgebiet weiß der Sicherheitsexperte, worauf es die Diebe vor allem abgesehen haben. Fast nur noch Geld und fast nur noch Gelbgold. Das ist das absolute Highlight. Elektronische Geräte kaum noch, aber gerade solche modernen Geräte haben eine GPS-Ordnungsmöglichkeit, also die werden kaum noch mitgenommen. Doch die Wertsachen zu Hause verstecken ist keine gute Idee. Und dann sagen manche Leute, ach naja, dann gehe ich halt hier irgendwo in den Vorratsraum rein, ne, und habe da irgend so eine gefakte Dose. Da steht Bohnensuppe drauf, da war halt ganz was anderes drin. Ne. Auch diese Verstecke wurden schon gefunden. Ne. Wertvoller Familienschmuck sollte daher in ein Bankschließfach. Doch noch schlimmer als der Verlust des Hab und Guts sind die emotionalen Spuren, die so ein Einbruch hinterlassen kann. Die meisten Opfer haben tatsächlich das Problem mit diesem Verletzen der Privatsphäre. Da war einer mit seinen dreckigen Fingern in meinem Schrank und hatte nichts zu suchen. Nun geht's an die Terrassentür. Auch hier hat der Experte keine guten Nachrichten für die Familie. Dieses Element hat einen Widerstandswert von 30 Sekunden. Okay. Das ist also Standard. Hier hilft Nachrüsten. Die mit pilzkopfförmigen Zapfen versehenen Beschläge verhindern das Aushebeln bei Fenstern und Terrassentüren. Kosten rund 300 Euro. Doch Familienvater Jan würde als Einbrecher anders vorgehen. Das wäre für mich so das Erste, was ich mir überlege. Ich nehme Backstein, ja, Hau den rein und los geht's. Die meisten denken das tatsächlich. Ne? Aber das Problem ist folgendes. Bis er eine Öffnung so groß geschaffen hat, dass er durchklettern kann, muss er mal mindestens 8 bis 10 Mal schlagen. Und das ist laut. Zu risikoreich für Einbrecher. Der Experte geht mit der Familie die gelernten Punkte nochmal durch. Doch Jan hat schon gemerkt, wie unsicher sein zukünftiges Haus ist. Also was ich heute auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass wir so aufgestellt sind wie die meisten. Und dass das einfach nicht ausreicht. Die junge Familie weiß nun, dass sie in ihr neues Zuhause noch Geld investieren muss, damit Einbrecher schlechtere bzw. keine Chancen haben.